Hallo Leute, einen schönen Tag wünsche ich. Ich melde mich wieder mal mit einem kurzen Video. Das Video ist jetzt nicht so erfreulich wie vielleicht eine Motorradfahrt oder ähnliches. Ich habe ja einmal schon generell über das Connected Ride Cradle berichtet, weil ich mit meinem iPhone 12 bzw. 13 generell Probleme hatte, dass es ordentlich verbindet bzw. die Navigation ordentlich funktioniert. Das Problem habe ich insofern gelöst, dass ich mir ein altes iPhone 8 gebraucht gekauft habe. Mit diesem Gerät hat es dann problemlos funktioniert. Aber das ist nicht der Grund dieses Videos. Der Grund dieses Videos ist der, dass ich ganz am Anfang eine Navi-Halterung hatte für mein Motorrad. Auch schon für die F900 und jetzt eben auch für die S1000XR. Und mit dieser alten Navi-Halterung hat es mir damals bei meinem iPhone 11 Pro nach circa, ja, ich weiß nicht, so gar nicht so viel Kilometer, ich schätze mal, das waren so 800 bis 1000 Kilometer, hat es mir dann die Kamera zerschossen. Das Problem war ja bekannt. Apple warnt ja auch auf der Homepage ausdrücklich davor, dass die Vibrationen eines leistungsstarken oder hubraumstarken Motorrades die Kamera zerstören kann. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es eigentlich nicht geglaubt, dass das mit dem alten Halter, das war irgendein so ein China-Produkt, dass das mit diesem Produkt passiert ist, okay. Das wundert mich insofern nicht so sehr, weil ich mir gedacht habe, ja, um 20 Euro oder so werden die keine großartige Dämpfung einbauen. Dann habe ich mir aber das Cradle zugelegt, das Connected Ride Cradle, aber es waren sich die Spezialisten auch nicht sicher. Hat das jetzt eine Dämpfung oder hat das keine Dämpfung? Es hat schon einige Testberichte auch gegeben, wo nach 3500 Kilometer und mehr auch nichts passiert ist. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich check das mal aus. Abgesehen von den anderen Connected Ride Cradle Problemen ist es ja ein tolles Ding, weil es ja direkt mit dem Bordcomputer des Motorrads verbindet. Naja, gut, und ich bin dann trotzdem eine Zeit lang mit meinem neuen iPhone 13 gefahren. Zumindest wollte ich es probieren, nur dieses iPhone 13 hat eben nicht funktioniert mit dem Cradle. Es hat da Verzögerungen gegeben in der Anzeige, also navigieren war schlichtweg unmöglich. Dann habe ich mir gedacht, naja, okay, nachdem ich das iPhone 13 ja eh nicht gefährden wollte, bezüglich Kamerasensor und so weiter, habe ich mir gedacht, ich lege mir einfach ein altes iPhone 8 oder irgendwas in der Richtung zu. Dann habe ich das Richtige gefunden. Seitdem fahre ich halt mit diesem alten iPhone, da ist es mir auch mehr oder weniger, war es nicht so schlimm, wenn da die Kamera kaputt gehen würde, weil ich ja Fotos und so weiter sowieso mit meinem anderen iPhone, das ich in der Tasche einstecken habe, machen wollte. Und so gesehen habe ich das iPhone 8 eben nur zum Navigieren verwendet. Tja, und jetzt nach circa, ja, ich bin gar nicht so viel gefahren damit, vielleicht 2000 Kilometer oder so. Ich habe es in einer BMW-Gruppe auch gepostet auf Facebook mal. Und siehe da tatsächlich, dass auch das Connected Ride Cradle hat die Kamera zerstört vom iPhone 8. Wie gesagt, ich habe vorhin gerade erwähnt, es ist jetzt nicht so schlimm, weil ich die Kamera des 8er iPhone ja nicht brauche, weil ich das iPhone 8 ausschließlich fürs Motorrad benötige, zum Navigieren und für den Bordcomputer. Aber trotzdem, ich hatte wirklich gehofft, dass BMW in der Richtung ein Teil entwickelt, was in irgendeiner Form eine Dämpfung eingebaut hat oder berücksichtigt hat. Es gibt ja andere Motorrad-Haltemöglichkeiten oder zum Beispiel von Quadlock oder SB Connect und wie sie alle heißen, wo das anscheinend funktioniert, wo man das mit Dämpfung eben erwerben kann. Aber so wie es aussieht, hat das iPhone, also hat das Connected Ride Cradle eben keine Dämpfung verbaut. Beziehungsweise wenn sie verbaut ist, dann reicht es einfach nicht, das Telefon beziehungsweise den Kamerastabilisator zu schützen. Es ist sehr, sehr schade, weil das Connected Ride Cradle ist ein super Ding. Es ist auch nicht billig, muss man ganz ehrlich sagen. 230, 240 Euro kostet das Teil. Und so gesehen ist es wirklich schade, dass das nicht funktioniert. Möglicherweise lässt sich BMW da noch irgendwas einfallen oder macht eine zusätzliche Dämpfung irgendwie in der Richtung, weil eigentlich ist es ja dafür da,
dass man das für das Mobiltelefon verwendet, weil sonst macht es ja eigentlich wirklich nicht viel Sinn. Man kann natürlich auch den Navigator verwenden, habe ich in der Richtung noch nicht probiert, der ist mir auch zu teuer für die Navigation, weil es ja trotzdem mit einem handelsüblichen Smartphone ja auch funktioniert. Ja, schade. Wie gesagt, soll jetzt keine Kritik sein, steht mir auch nicht zu, ist nur eine Feststellung, weil generell das Thema immer noch relevant ist im Netz und in diversen Foren, was das Connected Ride Cradle betrifft. Okay, wollte ich mal jetzt loswerden. Falls irgendjemand von euch eine Lösung gefunden hat diesbezüglich. Ich habe schon mal gelesen, irgendwas mit Schaum reingeben oder Moosgummi reingeben oder irgend sowas in der Richtung. Wird aber beim Cradle nicht funktionieren, weil da eigentlich gar kein Platz dafür ist. Man könnte es eventuell mit einer alten oder mit einer Kinderhalterung versuchen. Aber naja, falls jemand von euch diesbezüglich eine Idee hat oder so oder schon erfolgreich war damit, lasst es mich bitte wissen oder schreibt es in die Kommentare. Es gibt auch einige, bei denen das funktioniert und die schon, weiß nicht, 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer mit dem Connected Ride Cradle gefahren ist und nichts mit der Kamera passiert ist. Das ist, denke ich mal, auch abhängig vom Modell des iPhones oder des Smartphones. Habe auch keine Ahnung, wie es bei Android-Phones ausschaut, ob da auch diese Probleme bestehen. Naja, nichtsdestotrotz, ich werde das Cradle weiterhin verwenden mit einem alten, kaputten iPhone, weil ich es ja als Zweck für die Navigation nutzen möchte. Okay, also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir bitte gerne einen Kommentar hier und abonniert bitte meinen Kanal. Das würde mir natürlich auch weiterhelfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.